Wir hatten den Pferden die Zügel abnehmen lassen, als mit einem Mal ein Esel hinter uns ein abscheuliches Geschrei erhob. Die Pferde hoben sich hoch in die Höhe und gingen spornstreichs mit uns über das Steinpflaster der Stadt durch. Ich griff nach den Zügeln, aber die hingen ihnen aufgelöst über der Brust, und ehe ich Zeit hatte, an die Größe der Gefahr zu denken, schlug schon der Wagen mit uns um und wir stürzten. Und an einem Eselsgeschrei hing ein Menschenleben. Und wenn es nun in dieser Minute geschlossen gewesen wäre, darum also hätte ich gelebt. Darum, das hätte der Himmel mit diesem dunklen, rätselhaften irdischen Leben gewollt, und weiter nichts.